sieht man doch gar nichts bei dem Licht, sag mal. Ines, was soll denn jetzt das? Also, es hat doch geheißen, jetzt kommt da wegen was anderes. Ich hab da was stehen von Dirty Chantal. Naja, die haben halt gesagt, ich soll mir einmal einen Künstlernamen zulegen. Und dann habe ich gedacht, mit wem, wenn nicht mit mir, kann man denn überhaupt einen Dirty Talk führen? Ja, und ich habe mich jetzt auf ein bisschen mehr Frauenpower gefreut. Frauenpower? Ja. Hans Hopp. Ready zum Putzen! Jetzt einmal bitte alle unter 49 Jahren runter von der Bühne. Das geht ja so nicht. So, sag mal, gell, du spinnst? Du Maulaff? Ja. Hör mal. Die Wahrheit darf ja auch nicht alles, gell? Mensch, Mädels, danke, ne? Danke. Und ihr merkt schon, heute putzen wir halt zu der Musik, wo wir früher getanzt haben. Ne? Ich bin ja jetzt in diesem, komm du erst einmal in Mai, Alter. Und da denkt man einfach viel zurück, viel an früher. Wir haben ja früher ganz vieles nicht gehabt. Wir hatten keine Stickeralben und keine Sammelhefte. Wir haben noch die Küchele aus der Tintenpatrone gesammelt. Für was? Das weiß kein Mensch. Und wir werden dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Wir haben uns unser Textnachrichten noch auf dem Schultisch gekritzelt. Und wir hatten auch schon Freunde, bevor es Facebook überhaupt gab. Heute spreche immer alle vom Leben am Limit. Ey, wir hatten früher Leben am Limit. Wir haben Telefone abgehoben, ohne zu wissen, wer dran ist. Ich hab noch den Kopierschutz von VHS-Kassetten mit Desafilm gehackt. Und anschließend 3 Mark straff in der Videothek bezahlt, weil der Film wieder nicht zurückgespult war. Das war Leben am Limit. Wir haben ja noch draußen gespielt, draußen. Das ist da, wo das Haus zu Ende ist. Da waren wir noch ganz allein auf dem Spielplatz. Unter uns. Ohne Eltern. Vermutlich heißen die, das wäre ja auch Kinderspielplatz. Ich hätte doch niemals meine Eltern damit hingenommen. Heute posten sie alle ihre Star-Frisuren und ihr Marke-Klamotte und ihr 5-Sterne-Essen auf Instagram. Uns haben sie früher geschoren wie ein Schaf. Wir waren in kratzige Klamotte drin gesteckt, die zu 99% aus Autoreife bestanden waren. Und dann sind wir raus und haben Sand gefressen. Stellt euch immer vor, das hätte jemand fotografiert. Aber der Selfie-Stick war ja auch noch nicht erfunden. Bei uns hat immer noch der Hässlichste das Foto machen müssen.
ich war halt auf ganz vielen Bildern nicht mit drauf. Wir hatten auch keine E-Roller, wir hatten ein zweites Bein. Wir haben auch nichts Laktose- und Glutenfreies gehabt. Mir musste essen, was auf den Tisch gekommen ist. Und wenn ich Spinat in eine Soße reingerührt habe, dann hat meine Mutter gesagt, spiel nicht mit dem Essen. Und heute wird es als grüner Smoothie für 3,99 verkauft. Das ganze Desaster hat ja schon bei meiner Geburt angefangen. Die hätte mich im Krankenhaus fast vertauscht. Und dann hat aber die Krankenschwester meine Mutter dabei erwischt. Und ich glaube, ich bin halt auch so wann, wie ich bin, weil ich im Kindergarten weder bei dem Butterblümchen noch bei den Waldkäferchen war. Ich war in Gruppe 3. Wir haben Kindergeburtstage nicht im Freizeitpark gefeiert. Wir haben noch einfach in Handschuh, Schal und Mütze mit Messer und Gabel, Staniolpapier mit ein bisschen Schokolade dran gefressen. Dank, wir leben noch. Wobei ich heute nicht mehr einfach so in Zeitungspapier eingepackte Schokolade essen würde. Also es hat ja nicht einmal 4 Jahre gedauert von rettet die Bienen zu ernährt euch von Insekten. Und jetzt könnte es ja durchaus auch mal Raupenuss sein. Ich frage mich auch heute noch, wer eigentlich diese Hempels waren. Meine Mutter hat genau gewusst, wie es bei denen und am Sofa aussieht. Aber wir hatten eine schöne Kindheit. Und es können nur Leute sagen, die permanent versucht haben, den Waschlappen mit Wasser zu füllen. Und unsere heutige Jugend, die ist so angestrengt und so schnell erwachsen und so gescheit. Die sind ja so gescheit, also viel gescheiter wie mir früher. Wenn ich mich manchmal mit meiner Tochter unterhalte, frage ich mich, wer von uns zwei eigentlich die Ältere ist. Die ist heute erst wieder heimgekommen, reißt meinen Kühlschrank auf und sagt, du hast ja gar nichts Veganes. Sag ich doch, Licht. Licht, wir müssen fast Strom sparen, habe ich gesagt, erzählst du mir. Wir haben noch Straßenlaternen ausgetreten, weil sie uns zu hell waren. Die Kinder heute wissen ganz viel und können ganz viel, aber ganz viel Lebensnotwendige nicht. Es gibt ja kaum mehr Jugendliche, die zum Beispiel eine Bierflasche mit dem Feuerzeug aufmachen können.
liegt ja schon daran, dass E-Zigarette halt nicht angezündet werden. Ich habe neulich geträumt von einer Gruppe Jugendlicher mit dem Kastenbier und dem Feuerzeug irgendwo in der Bambas. Die sind verdurst, die sind verdurst. Wir müssen helfen. Setz sie mal wieder im Wald aus ohne Handy. Bewaffnet mit dem Taschenmesser. Die kämpfen sich schon durch. Ich hab nur einen Tag bei meiner Tochter einmal richtig gefeiert, wie die mit 16 rotzbesoffen heimgekommen ist und hat eine Baustellenbeleuchtung geklaut. Da hab ich gewusst, ich hab vieles in der Erziehung richtig gemacht. Mein Mann ist total ausgeflippt. Er sagt, da kommt die Polizei und wir werden verhaftet und das muss man zurückbringen. Und ich habe gesagt, geh her, mein Kind, lass dich umarmen. Ich freue mich. Ich freue mich so, weil ich genau weiß, falls du mal Kinder hast, du kannst denen von dieser Baustellebeleuchtung erzählen. Und ich glaube, auch das ist ein Stück weit Bildungsauftrag, dass man unserer Jugend wieder beibringt, einfach ihr Leben zu leben, Erinnerungsmomente zu haben und dann später auch mal sagen zu können, wir hatten eine schöne Kindheit. Hello! Wunderbar. Dankeschön. Sag mal. Du. Sag mal, du, Ines, sag mal, du, Ines. Nein. Was nein? Ich hab doch noch, du weißt doch gar nicht, was ich fragen will. Wie sagst du jetzt da nein? Naja, du, ich hab einmal in meinem Leben an der falschen Stelle ja gesagt und... Liebe Ines, auch wenn dein Vortrag wirklich grandios war, das ist die einzige Frage, die ich dir jetzt nicht stellen wollte, muss ich zugeben. Sie haben sie sicherlich erkannt, unsere närrische Putzfrau aus Leinach, Ines Proctor. Auf unsere Ines, ein dreifach donnerndes Ines. Putzfrau.